Willkommen zurück zu einer neuen Folge von LS19 Pharmatown. Nach vielen Jahren werde ich heute mal wieder zum Hafen fahren, denn ich glaube, hier geht's rein. Mal schauen. Denn ich habe ja meine Kartoffeln dabei. Ach du liebe Zeit. Das ist eng, das ist immer noch so eng wie vor Jahren, aber mittlerweile scheint sie ziemlich belebt zu sein. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich fahre mal ein paar Meter zurück direkt wieder. Ansonsten... Ah, das ist ein... Ah, das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, er kommt hier irgendwie vorbei. Oder macht ihr mir Platz? Nee. Ach, das wird ja hier... Das wird ja ein großartiges Spektakel. Ja, ja. Hup du nur. Steht schon alles quer. Gleich kommt die Polizei, du. Das geht schon gut los. Ich war vor vielen Jahren mal hier und habe mir ein Auto gekauft. Das habe ich dann allerdings auch ziemlich schnell bereut. Denn was mit diesem Auto passiert ist und wo es herkam, das war ja... Damit hatte ich nicht gerechnet damals, aber da war auch nicht wirklich viel los am Hafen. Das scheint mittlerweile anders zu sein. Die Infrastruktur scheint immer noch gleich zu sein. Und ich werde heute meine Kartoffeln dort abladen, ein bisschen Geld mitnehmen und kann das dann wieder reinvestieren. Vielleicht in den Unimog, denn ich habe mir auf den wenigen Metern, die ich jetzt zurückgelegt habe, seit dem Töpfer, gedacht... Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Boah, hier ist ja richtiger Verkehr hier vorne. Ach du... Nee. Immerhin einigermaßen schnell voran. So ein Unimog wäre schon was Schönes, habe ich mir überlegt, aber ob es wirklich wird, das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob das hier mit dem... Ah, sind wir schon dran. Oh, ging jetzt doch fixer. Ob das mit dem Schafwurf klappt. So. Moin! Moin. Brand, mein Name. Ich bräuchte einmal Ihre Papiere. Ja, Fahrzeugschein, Führerschein oder... Ladepapiere bitte, nur Ladepapiere. Lade, warten Sie, ich... Ach, oh, ach, das ist er ja schon. Ich komme mal gerade raus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ladepapiere dabei. Kann ich den kurz stehen lassen hier oder... Weil das scheint schon wieder... Das ist ziemlich schlecht, das Schiff legt bald ab, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, also ich sag's immer gerade, wie es ist. Herr Wilke hatte mir gesagt, Theo, grüß dich. Es werden hier Frachtpapiere verlangt, da hätte ich auch drauf kommen können. Herr Wilke, der hat hier irgendwie einen Export oder Import oder was. Der hatte heute Morgen bei mir Kartoffeln bestellt und die sollte ich ihm in das Hafengelände reinbringen. Ich habe aber keine Frachtpapiere dafür. Sie können sich von der Ware überzeugen, aber wie machen wir es jetzt? Ja, ich werde einmal einen Blick auf Ihren Anhänger werfen. Ja. Dann begeben wir uns einmal ins Fahrzeug, vorne in das Zollfahrzeug. Ja. Und dann werde ich den Herrn Wilke mal fragen, ob er die Papiere vielleicht hat für Sie. Ja, das wäre auf jeden Fall super. Also ich... Sonst kommen Sie hier nicht rein. Tut mir leid, dass ich jetzt hier den Verkehr aufhalte. Theo, du hast es gerade gehört, ne? Oh, dann ist der ganze Nachmittag ruiniert. Ja. Ja, wenn wir hier in der Schleife, ansonsten... Gehört der da hinten auch zu Ihnen, der Traktor? Ja, das sind nochmal anders verladen. Das sind die, ich hoffe, dass das jetzt hier irgendwie funktioniert. Dem Zoll will man ja auch keinen Ärger haben. Also qualitätsmäßig hat das alles seine Richtigkeit, nur ich habe halt nicht die Frachtpapiere. Okay, ja, wir gehen jetzt einmal ins Auto und dann... Ja, immerhin. Das kriegen wir schon hin. Sind ja recht freundlich hier. Ich hatte schon Sorge, dass sie mir jetzt hier den Kopf abreißen dafür. So, einmal bitte einsteigen. Ja. Herr Wilke? Ja, moin. Brand hier. Ich bräuchte einmal die Papiere für Ihre Kartoffellieferung. Der Herr steht hier vorne mit nichts. Meier. Okay. Dann bis gleich. Gut, tschüss. Klärt sich das? Kommt, okay. Ja, der kommt jetzt vorbei und bringt die Papiere mit, dann... Das doch noch was. Alles klar. Sag mal, was ist denn hier schon wieder los?
Gibt's doch nicht, dass hier wieder alles steht. Herr Brandt, was ist denn hier los? Der Herr Meier hat keine Papiere dabei für die Kartoffellieferung. Ja, die reiche ich Ihnen nach. Das ist überhaupt kein Thema. Herr Wilke. Kennen wir doch eh schon. Ich wusste nicht, dass wir da irgendwie Frachtpapiere brauchen. Ja, Grüß alles Sie. Gut. Das reiche ich dem Zoll dann später nach. Das, ja, der Herr Brandt weiß eh schon, wie das läuft bei mir, ne? Ja. Okay. gut, Herr Brandt, ich darf jetzt hier reinfahren. Ja. Das ist schon richtig Druck da hinten. War noch schnell hier ein Eintrag. Sie fahren schon mal rein mit Ihrem Kollegen. Ja. Wunderbar. Wo? Herr Meier, Sie fahren mir bitte hier vorne auf die Brückenwaage, sobald der LKW runter ist. Ja. Und dann einmal nach rechts weg. Alles klar. Da drüben ist ein Silo. Wie haben Sie jetzt die Kartoffeln mit? Lose oder? Wir haben zweierlei. Wir hatten ein paar schon abgefüllt, wir haben aber ein paar auch nochmal ausgeleert. Also wir haben das auf zwei Arten hier. Ah ja, sehe schon. Die auf Paletten, die wird mein Mitarbeiter abladen. Ja. Und die Losen können wir vorne abkippen. Alles klar, gut. Bis gleich. Okay, dann starten wir mal. Komisch, was hier für Deals gemacht werden in dem Hafen. Also es scheint, der Hafen scheint einfach ein komisches Gebiet zu sein. Damals gepachtet von Herrn Wojciech oder wie er hieß. Mittlerweile wieder richtig im Betrieb mit großen Pötten. Aber auch hier werden krumme Deals zwischen Zoll und Wilke gemacht. Alles nicht so ganz geheuer. Ich meine, hätte ich drauf kommen können, dass ich für den Hafen Frachtpapiere brauche. Ja, einmal halt. Ja? Jo, gut, vorfahren. Vor. Noch ein Stück. Jo, so ist gut. Wunderbar, sehr schön. Jetzt einmal hier rechts rum, bitte. Rechts rum? Jawohl. Ich glaube, da vorne muss ich auf dieses Gitter. Mensch! Aber ich finde, es geht noch. Also, es ist ja nur ein lokaler Hafen und ich meine, das einzige. Ach, da steht das Schiff schon. Aber nee, ich glaube nicht, dass das richtige Schiff ist. So, hier abladen? Ja, hier können Sie abladen, genau. Alles klar. Dann einmal vorne wieder rechts rum auf die zweite Brückenwaage. Ja, ist schon ein Erlebnis für mich, muss ich sagen. Das Finanzielle machen wir auch gleich dann? Ja, natürlich. Alles klar. Hey, komm hier. Wie? Wir müssen hier vorne rum. Einmal rückwärts und vorne um die Ecke rum. Herr Wilke, wo muss ich lang? Nochmal hier auf die Waage? Nee, hier hinten bei mir. Okay, Einmal rückwärts schieben. Ah, okay. Bin ich so der Drehschemel-Spezialist. Ich gebe mein Bestes. Aber für Trecker ist das hier wirklich nicht gemacht. Weil es gibt auch Schlimmere. Ja gut, wenn es die großen Sattelschlepper schaffen, werden es wohl sie mit dem Spielzeugtraktor drauf schaffen. Und vorne rechts rum und auf die Brückenwaage nochmal. Alles klar. Die zweite. Wunderbar, dankeschön. So, dann schauen wir noch mal hier vorne rechts. Und wo ist jetzt? Ah, hier ist noch mal eine Waage. Okay. Jo, halt. Wunderbar, vorfahren. Ah, noch ein kleines Stück. Ah, gut. Wunderbar, sehr schön. Herr Wilke, wo kann ich mich jetzt hier hinstellen? Ja, parken Sie einfach mal kurz hier neben den Container bei der Ausfahrt. Okay, ja, gerade scheint ja auch ein bisschen ruhiger zu sein. War das irgendwie heute der Morgenschwung, oder? Ja, natürlich. Das Schiff gehört beladen. Ja. Das muss raus. Ah, gut. Deines Geld. Ja. Ich kann es vorstellen. Aber es liegt doch erst um 16 Uhr ab, oder was hatten Sie gesagt? Ja, natürlich, aber so ein Schiff belädt sich einfach nicht von alleine, ne? Ja, gut, haben recht. Die Container gehören drauf, die Waren gehören alles eingeladen. Ja, gut, dass ich nicht erst um 15 Uhr gekommen bin oder sowas. Ah ja, ich glaube, das wäre dann eng geworden. Wunderbar geklappt.
Der Zollmann wird da hinten schon nervös. Ich fahr mal gerade ein paar Meter weiter. Ja, wunderbar. Mein lieber Scholli. So, kann ich das hier? Ich hoffe, dass die nicht an die Container hier hinten ran müssen. Sehr gut. Herr Meier, Sie kommen noch kurz mit mir. Ja. So, was hat man eigentlich jetzt preislicher gesagt, Herr Meier? Also, Sie waren heute Morgen bei mir auf dem Hof und haben mir gesagt, 20.000 wollen Sie mir für alles geben, meine ich. Alles richtig, nur laut meiner Waage fehlt da eine Tonne. Wir haben überhaupt nicht über Tonnen heute Morgen gesprochen. Sie haben sich die Kisten angeschaut und Sie wollten alles... 23 Kisten a 1,5 Tonnen, ne? Ja, aber wir haben das ja teilweise schon in loser Form hier angeliefert. Also wir haben wirklich alles, was wir hatten, irgendwie an Kartoffeln geliefert. Also ich hatte jetzt eigentlich mit mehr gerechnet. Der Deal wurde nicht erfüllt, also wird dann 1.000 abgezogen und fertig. So einfach ist die Geschichte. Anstatt der 20 wollen Sie mir auch noch... 19.000, natürlich. Herr Wilke, ich wusste gleich... Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich Sie kenne. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ich habe Sie letztens beim Glashändler gesehen, da hatten Sie schon echt einen skurrilen Auftritt da, haben sich benommen wie die Axt im Walde und jetzt weiß ich auch, wo ich Sie eigentlich herkenne und weshalb ich sehr in Zweifel war, ob das eine gute Idee ist, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich kenne Sie von Herrn Krabbenhöft. Da waren Sie mal mit Ihrem Auto da und haben den eingeschüchtert. Ach, der Krabbenhöft. Ja, der hat auch noch nicht bezahlt. Naja, das wird ihm teuer zu stehen gekommen. Aber er wird schon noch sehen, was er davon hat. Herr Wilke, ich will da überhaupt keine Details haben. Geben Sie mir am besten jetzt einfach das Geld und ich fahre dann wieder. Wissen Sie was? Dass Sie so früh geliefert haben, haben Sie 19,5. Na, immerhin. Danke Ihnen. Wunderbar, hat mich gefreut. Tschüss. Wiedersehen. Natürlich in bar. Wie sollte es auch anders sein? Vor den Augen des Zolls. Ich habe keine Fragen mehr. Ich werde jetzt direkt mal zu Martin rüberfahren und dann gucken wir mal, ob wir da noch eine Lösung bekommen. Denn auch wenn ich gerade ziemlich gelassen reagiert habe, hoffe ich jedenfalls, mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Martin, grüß dich. Moin, Ansgar. Moin. Du, was hattest du mit der Regina schon mal die Bücher durchgeschaut? Ja, wir haben ein bisschen durchgeschaut. Wir können noch ein bisschen was bei den Subventionen regeln wegen Biohaltung. Dadurch, dass du ja keine chemischen Mittel verwendest, kann man noch ein bisschen Geld rausholen. Aber das wird nicht reichen. Pass mal auf, Martin. Ich habe mir sowas schon gedacht, aber vielleicht wird dieser Hof gerettet. Aha, was hast du für frohe Kunde? Ich habe heute Morgen mit dem Herrn Töpfer gesprochen. Den kennst du, ein paar Meter weiter. Ja, der klar, ist im großen Harald Betrieb Töpfer, hier. Der Spediteur. So, und der hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der ziemlich schnell ziemlich viel Schafwolle besorgen kann. Da gibt es wohl irgendwie großen Bedarf oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er mir da erzählt hat. Aber was ich mir gemerkt habe, ist, dass jetzt Schafwolle benötigt wird. Was kannst du aufbringen? Was hast du im Lager? Kannst du vielleicht noch irgendwie was besorgen? Vielleicht auch von irgendwelchen Kollegen oder sowas? Das könnte der Mega-Auftrag werden und sowohl uns als auch den Hof hier, vor allen Dingen dich, retten. Das klingt schon mal super. Also ich habe ja gelagert, weil ich es nicht los wurde. Die Schafscherzeit fängt auch bald an, heißt, da kann ich auch noch ordentlich was zusammenkriegen. Kannst du das nicht irgendwie vorziehen oder sowas? Wir brauchen das ziemlich schnell, glaube ich. Ich werde mit dem nochmal alle Details, also machen mal noch nichts, bis ich jetzt hier nicht alle Details und Verträge unterschrieben habe. Aber ich glaube, der will das ziemlich schnell haben. Ja doch, da kann ich garantiert was regeln. Und ich finde bestimmt auch noch ein paar Freunde, die auch Interesse haben, hier Wolle loszuwerden. Da kann ich ein bisschen Provision fürs Vermitteln abkassieren. Wir müssen diesen Auftrag irgendwie rankriegen. Vielleicht löst er alle unsere Probleme, aber ich weiß nicht. Und übrigens... Ich war gerade beim Hafen. Ich habe nämlich heute Morgen Besuch von Herrn Wilke bekommen. Ach du Schande. Das scheint ein Hort der komischen Leute zu sein. Ja, da war doch irgendwie dieser Wojtek. Der war doch früher schon ein bisschen merkwürdig. Ja, ja, der mir die Karre damals verkauft hat. Aber damals war da nicht so viel Betrieb in dem Hafen. Das hat sich jetzt wieder verändert. Und jetzt dominiert der Wilke da offensichtlich alles. Hat mir da zwar meine Kartoffeln abgekauft, aber hat auch gesagt... Dass dir das noch, frei übersetzt leid tun wird, dass du nicht pünktlich bezahlt hast.
Ach, Martin, du Scheiße. Jede gute Nachricht wird von der schlechten hier gefolgt. Dieser Schafhof hier, der macht mir nur noch Kummer. Ja, aber immerhin, Töpfer braucht viel Wolle. Das kriegen wir hin, das kriegen wir schon gewuppt. Dafür werde ich sorgen. Okay, ist unsere einzige und auch die letzte Chance. Aber Martin, mach's gut, reinhauen, ne? Wie gesagt, der Zug fährt bald ab. Ja, ich fahr kurz zur Seite. Schönen Tag noch, Ansgar. Bis dann, tschüss. Oh Mann, Herr Wilke, mir war es nicht so klar, wer das nochmal war, wo ich den gesehen habe. Aber die Verhandlungsmethoden und sowas, das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine einzige Frechheit.